Halli, hallo, Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Ich habe hier ewig rumexperimentiert wie ein Blöder. Habe nach Komplettlösungen gesucht und so weiter und so weiter. Ja. Da kommt man auch von alleine, glaube ich, nicht drauf. Ich meine, die Platten glühen eine Weile. Ja, und dann ist das ratzfatz wieder weg. Man muss, das geht auch nicht, wenn du es einzeln machst, am besten mittig drüber laufen. Man muss hier super schnell alle Platten aktivieren. Dann bewegt sich das Tor. Gesehen? Das ist am besten immer mittig über zwei. Und ja, wenn man einen verpasst, klappt das nicht. Man muss wirklich alle aktivieren. Man muss alle aktivieren, bevor die aufhören zu leuchten. Es, ja, ich habe mir ein bisschen einen abgebrochen. Ich bin auch zigmal einfach so rübergerannt. Dann habe ich den Schrei Zeit verlangsamen versucht, den ich wieder abwählen könnte. Das hat nämlich nichts gebracht. Weil Zeit verlangsamen ist wirklich Zeit verlangsamen. Auch für man selbst. Das heißt, ich werde auch langsamer. Das bringt's also überhaupt nicht. Man muss also wirklich, ich meine, gut, zum Zielen bringt das vielleicht, aber man muss wirklich jeweils über Zweierreihen laufen und dann über die letzte, damit man alle aktiviert kriegt und sich die Ecke hier... Oh! Alter, was ist das denn? Das ist tiefer als gedacht. Hellebarde, was? Geldbeutel. Okay, das ist auch noch cool. Das war zwar so nicht gedacht. Wie kommt man hier bitte wieder raus? Hallo? Ich kann hier... Ah, okay. Hoppala. Und dann haben wir einen Ring des Arkanen. Ach. Okay, das ist ein bisschen... Mit Springen hat er es ja sowieso nicht so. Springen ist eh so eine Sache hier in dem Game. Okay. Ja, alles klar. Und damit wäre das Rätsel gelüftet. Man muss also wirklich wie ein D-Zug über alles drüber rennen. Dann funktioniert das. Dann funktioniert das. Du musst alle Platten aktivieren, dann geht das Tor auf. Ich, ja. Ich musste es nachlesen, weil ich war halt über alle drüber gerannt, habe alles mögliche. Dass ich so schnell, am besten in Zweierreihen, das alles abarbeite, da habe ich nicht, bin ich nicht drauf gekommen. Habe ich ehrlich gesagt nicht hingekriegt. Ich habe hier eben noch eine halbe Stunde rumprobiert oder dreiviertel Stunde. Und als es dann echt nicht mehr weiterging, ich sag, gut, komm, willst ja irgendwie zeigen, dass es weitergeht. Und da habe ich dann tatsächlich mal gegoogelt. Tut mir leid, aber das... Nee. Ich wollte unbedingt rein und ich, ja, war ein bisschen am Verzweifeln. Auch ich kann nicht jedes Rätsel knacken. Ich bin halt auch manchmal ein Schussel. Aber wir haben es jetzt und wir haben alles, was wir wollten. Das hatten wir auch schon geplündert. Das schwarze Buch hatten wir in der letzten Folge gezeigt. Das war ja nicht viel. Gab es nicht so viele Kapitel. Kommst du mit? Ja. Nee, nicht wartet hier. Kommst du mit? Okay, die steht hier blöd in der Gegend rum. Vielleicht kommt sie ja mit raus, wenn wir hier wieder verlassen. Wenn nicht, muss ich nochmal gucken, dass ich sie hier rausziehe. Ja. Soweit, so gut. Wir haben das Hügelgrab also endgültig besiegt, sag ich mal. Ich gucke gerade. Okay, der hat noch einen Apfelkuchen dabei. Aber das Lustige ist, alle Bergleute haben eine Spitzhacke. Wirklich ausnahmslos. Alle haben eine Spitzhacke. Aber wisst ihr was? Nicht einer hat eine Fackel dabei. Da frage ich mich dann, wie haben die Kerzen und die Feuerschalen nach dem Ausgraben angekriegt? Wie haben die hier überhaupt in aller Ruhe... Ah, da kommt sie. Wie haben die hier überhaupt in aller Ruhe graben können? Im Dunkeln. Ohne was zu sehen. Ich hab alle abgegrast auf dem Weg, weil ich dachte, hey, vielleicht habe ich nur irgendwas übersehen. Und ich hatte ja schon gesagt, verdammt, unsere Fackel war ganz weggebrannt. Und ich hatte keine neue dabei. Und ich bin dann tatsächlich mal rum, habe alle angeguckt, alle durchsucht.
Es hat nicht ein Bergmann eine Fackel dabei. Ich hab auch keine Laterne. Ich hab keine Ahnung, wie die da gegraben haben. Im Stockfinstern. Das, ja. Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber, okay, Salz nehmen wir mit. Wir sind hier endlich durch. Puh, sehr schön. Karte. Abgeschlossen. Sehr nice. So, ich glaube, wir haben jetzt hier auch so ziemlich alles. Ich sehe keine schwarzen Punkte mehr. Hier ist überall alles mögliche abgeschlossen. Vielleicht ist hier noch die Festung da nicht. Vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Quest. Irgendwer sagte, glaube ich, hier in Tel Mithrin kriegt man noch eine. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Okay, kommt, wisst ihr was? Wir gehen noch mal kurz gucken. Wir sind ja erst 5 Minuten dabei und haben, ne, das schon geregelt, das meiste. Also, das Hügelgrab. Wir reisen noch mal schnell hier hin und gucken uns das noch mal an. Beziehungsweise ich... Der fällt auch jedes Mal woanders hin, wenn wir hier neu reinkommen. Kann das sein? Das ist eine sehr agile Leiche. Okay, so. Dann wollen wir mal schauen, ob der Typ doch noch eine Quest für uns hat. Ach, du. Böses Wort, nicht verwenden. Ich habe ja noch eine Quest von dem. Guten Tag, Freund. Was kann ich für euch tun? Was habt ihr zu verkaufen? Was ist mit den Aschewächterzauber schiefgegangen? Oh, wie sich herausstellt, braucht man einen Herzstein, um ihn richtig zu wirken. Ich hatte keinen bei mir, als ich ihn gewirkt habe. Wenn man den Zauber ohne Herzstein wirkt, greift der Wächter alles an, was er sieht. Okay. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Nein. Mhm. So, und du? Die Asche des Roten Berges steckt voller Geheimnisse. Geheimnisse, Mischung behilflich die ich sein. Zu lüften gedenke. So, was haben Dornherzen mit Herzstein zu tun? Wir haben ja noch eine Dornherzen-Quest von ihm. Nun, ich versuche etwas Ähnliches zu erreichen. Wenn ich ein Lebewesen mit den Mächten des Roten Berges verbinden könnte, das wäre beeindruckend. Ich habe in diesem Bereich einige Experimente durchgeführt, aber nun ja, meine Testpersonen sind einfach zu zerbrechlich. Ich hoffe, einige der Techniken und Methoden der Dornenherzen zu erlernen. Ich würde selbst losziehen, aber für lange Reisen und hohe Risiken gibt es ja zum Glück Leute wie euch. Oh, ja, Leute wie mich, alles klar. Wo finde ich einen Dornenherzkrieger? Die Abgeschworenen leben in den Hügeln ganz im Westen von Himmelsrand. Von dort aus seid ihr auf euch allein gestellt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass sie nicht schwierig zu finden sind, wenn ihr meine Andeutung versteht. Ja. Oh, wartet mal. Könnt ihr mich in Verzauberung unterrichten? Ach, das ist nicht lächerlich. Natürlich kann ich das. Die Frage ist jedoch, sollte ich? Ich schätze, wenn ihr es richtig machen wollt, dann muss ich es wohl tun. Alter, was? Wir sind aber ganz schön großkotzig, Junge, hä? Ja, wir können es uns noch leisten. Wir können es uns nicht mehr leisten. Verdammt! Da fehlen echt 250 Talers für den letzten? Dein Ernst? Weißt du, warte mal. Machen wir anders. Achso, handeln kann ich mit ihm, ne? Eines Tages. Ja, ich habe ein bisschen was zu verkaufen. So. Und zwar möchte ich verkaufen. Und zwar hier, ne? Der gewöhnlich mit schwacher Seele, die mit den falschen Seelen da drin, die können wir mal ein bisschen verticken. Der Große mit einer gewöhnlichen. Der Große mit einer schwachen. Oh, warte mal. Das kann er sich eh nicht mehr leisten. Alles klar. Also so. Gut. Halt. Ihre Art war ein würdiger Gegner. Macht euch nicht schlecht. Ja, ja, natürlich kannst du. Ja, sollst du. Ich schätze, wenn ihr es richtig so machen wollt, dann muss ich es wohl tun. So, wir haben hier das Maximum in dieser Stufe trainiert.
So kriegen wir künstlich unser Level ein bisschen hochge... Warum bewegt sich sein Mund? Er redet nicht. Er ist Bauchredner. Wenn er redet, ist er wahrscheinlich Bauchredner und... Wie heißt denn das Gegenteil von Bauchrednern? Tonlos lippensynchron oder was ist er? Ton, weiß ich nicht. Er plappert ohne was zu sagen. Egal. Wie schlägt er sich? Sein Karniswurzeltee ist einfach unterirdisch. Ja, gut, das hat was kann ich für euch tun? Ja. Okay, er gibt uns also auch keinen wirklich tollen Hinweis. Ihr habt mir versprochen, mir einen neuen Beschwörungszauber beizubringen, Meister. Warte mal, stehlen. Das war, bevor nehmen, wir diesen stehlen. Stab ruiniert haben. Nehmen, hä? Repariert den Stab. Okay, also... Ich werde euch den Zauber beibringen. Alter, die muss auch immer im Weg stehen. Danke, Meister. Ich werde ihn also was wir nehmen dürfen, das werde ich natürlich nehmen, ne? Ich bin ja gute Haut, aber was gratis? Na, das ist stehlen. Nehmen, stehlen, stehlen, nehmen. Okay, das habe ich bei diesem Spiel noch nie ganz verstanden. Nehmen, stehlen, nehmen, 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 nehmen. Okay, scheinbar zählen hier manche Sachen, die umgefallen sind oder ein bisschen woanders liegen, zählen nicht mehr zu seinem Inventar. Vielleicht müsste ich hier einfach mal irgendwas anschreien. Moment. Nehmen. Das ist alles stehen. Vielleicht sollte ich die Sachen mal umschubsen. Vielleicht darf ich sie dann nehmen. Wo ist diese faule Dienerin nur? Barone? Nehmen. Nein, warte, sie ist ja tot. Dorvas! Nehmen. Nehmen. Das ist ja cool. Ich kann einen Teil, darf ich haben. Sammeln. Das ist ja stark. Im Zweifel halt einfach nur total verbuggt, das Game. Aber, oh, Alter. Ihr mit eurem Funkengeleuchte hier. Meine Güte, habe ich mich verjagt. Stehlen von Truhe? Nein. Ja gut, wie gesagt, stehlen möchte ich nicht. Aber, ne, geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. Nehmen. Nehmen. Läuft. Ja, geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. Ich will, Moment, das ist, ja. Nehmen. Das finde ich interessant. Aber das ist halt wirklich, das Problem bei dem Game. Manche Sachen zählen nicht als stehlen, manche Sachen gehören nicht zum Inventar und das ist halt alles eigentlich ein bisschen buggy, aber ey, ich, ne? Wie gesagt, geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul, haben wir ja gerade gesagt. So. Das war alles kostenlos. Durchsuchen Truhe hatten wir schon. Boah, die Dwemer-Balken könnte ich auch nehmen, aber wir haben genug Eisen. Mirak zu besiegen war eine beeindruckende Heldentat. Ich frage mich, den darf ich auch. Boah, das darf ich auch, cool. Oh, die darf ich auch nehmen, das auch nicht stehlen. Ah, guck mal, da steht stehlen. Weglegen. Das darf ich wieder nehmen. Das darf ich auch nehmen. Das ist ja raffiniert. Die kleinen Zähne darfst du nehmen, die großen müsstest du klauen. Ja. Höchst interessant. Was ist mit dem Buch? Das darf ich auch nehmen, guck mal. Cool. Und das hier? Auch nehmen. Ja, läuft. So, stehlen tun wir nicht. Trotzdem haben wir ihm die halbe Bude ausgeräumt. Okay, ich würde mal ganz klar sagen, das ist ein bisschen buggy, das Game. Ja. Der Stabverzauberer. Wir wollen im Moment keinen Stab verzaubern, sonst wäre das bestimmt eine coole Sache, weil ich habe auch noch in keinem Haus oder so sowas gesehen. Also die Zaubertische findest du ja oft, aber einen Stabverzauberer habe ich noch nie gesehen. Ist eine geile Nummer irgendwie. Gefällt mir. Cool.
Okay, er hat gesagt, wir müssen, um seinen Willen zu erfüllen, seine Quest, müssen wir nach Himmelsrand. Ganz im Osten, nee, ganz im Westen hat er, glaube ich, gesagt, ne? Okay, hier haben wir unsere agile Drachenleiche, die immer mal woanders liegt. Karte, Lucky Lucky, haben wir hier noch was? Nö. Okay, dann würde ich sagen, ab nach Himmelsrand. Auf geht's nach Himmelsrand, auf geht's nach Himmelsrand. Hoppi hoppi. Oder Segel, Segel. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht doch noch irgendwo ein paar Abgeschworene kriegen. Weil, so, bevor hier irgendwas wieder komisch wird, ich speichere mal kurz. So. Also hier, das hat ja nicht so funktioniert. Okay, dann gucken wir mal hier in den Bereich. Skyhaven Forge, der Liebesstein. Dudra-Schanze. Hier könnten überall noch welche sein. Das ist abgeschlossen, das nicht. Gucken wir einfach mal die östlichen Sachen hier durch. Vielleicht haben wir da ja das Glück und finden noch irgendwo ein paar von den Abgeschworenen, von den Dornkriegern, Dornherzanführern, wie auch immer. Da müssen wir mal schauen. Doch sind wir dabei. Das ist prima. Nein, Spaß. Warte mal, hier Höhle. Ja, ich gucke hier einfach mal rein. Ich glaube, die war auch noch nicht abgeschlossen. Gucken wir mal einfach rein. Mit ein bisschen Glück haben wir hier ja Abgeschworene drinne. Ein bisschen Pech haben wir nur ein bisschen Zeit verdammelt. Verdammt, ich muss wirklich irgendwie demnächst mal eine Fackel kaufen. Hier ist es finster. Und es hat immer niemand welche dabei. Warte mal, es kommt mir aber bekannt vor hier. Oder sieht die nur ähnlich aus wie eine andere? Mir kommt das bekannt vor und hier ist irgendwie auch sehr still. Nein, da hinten sehe ich noch Gegner. Ih, Spinne. Ich hasse Spinnen. Boah, das ist echt finster hier. Geht. Was? Ja. Ah! Oh! 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 Mama mia! Oh! Alter! Könnt ihr mit mir doch nicht machen! Oh shit! Alter, ich schwimme mit den Spinnen, na toll! Igitt! Au, 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 au. Hier ist alles voll. Oh ja, da habe ich immer von geträumt. Mit einem Haufen Spinnen im Klo runtergespült werden. Oh, shitte. Alter, und hier ist es finster. Wartet mal gerade. Illusion. Besänftigen, Dispel, Evil Twin, Furcht, Hellsehen. Raserei, Sammeln. Veränderung. Kerzenschein. Ah, das ist besser. Ich hab's aber verkehrt rum. Kerzenschein muss dahin. Und das Schwert muss dahin. Ja, alles klar. So, das ist besser. Ich habe keine Fackel, aber ich kann zaubern. Das ist schon mal eine gute Lösung.
Hätte ich natürlich auch schon viel eher dran denken können. Oh, ich hasse Spinnen. Bah, pfui Teufel. Und die fallen hier überall runter, das ist doch nicht wahr. Igidigit. Alter, ich habe hier zwar ein paar Leute gesucht, aber Spinnen ganz bestimmt nicht. Folgt die mir? Nee, ne? Warte mal, hier sitzt doch auch noch irgendwas. Ich sehe doch was Rotes. Ja, da krabbelt auch noch eine. Komm. Komm. Will mich nie anspucken lassen von ihr Mistvieh. So. Oh ja, die schwebt, glaube ich, über mir. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Oh, oh, shit. Oh, nein. Ja, komm. Ich hab kein Schild. Das ist so eklig. Oh, ich will nicht. Boah, geht, da ist eine Truhe. Will da nicht mehr anders für mich reingehen. Boah. Schwarzer Seelenstein und Saphir. Ja gut, wenigstens hat sich... Ja, und eine Diamanthalske. Wenigstens hat es sich gelohnt. Boah. Alter, ich krieg eine Gänsehaut. Ich muss da wieder raus. Boah. Ich hasse das Viehzeug. So, bevor die gleich ausgeht und wir stehen im Dunkeln. Zack, einmal eine neue... Habe ich dann zwei? Nee, ne? Gibt immer nur eine neue, okay. Warte mal. Ach so, das ist nur eine kleine Nische, okay. Boah, ich hasse Spinnen so sehr. Nee, ich dachte, ich hätte gerade eine Erzader gesehen. Was haben wir denn hier? Flasche mit Gegengift, Gold, schöne Pilze, Spinnei. Ja, Fackeln! Ha, wir haben wieder Fackeln. Läufe. Wo geht's denn da hin? Okay, Moment. Das sieht aber nicht so aus, als würde das hier irgendwie Spinnen gehören. Dietrich und Gold, Spinneneier. Das nehmen wir mal alles mit. Das sieht definitiv nicht so aus. Da würde ich sagen, geht's raus. Das sieht definitiv nicht so aus, als würde... Ja. Als würde es den Spinnen gehören, wollte ich sagen. Das sieht nicht so aus, als würde es den Spinnen gehören. Wo geht's denn hier hin? Das ist doch... Nein, okay, ist beides der gleiche Weg. Okay. Das sind die... Nicht Schimmelpilze, sondern die Schimmerpilze. Deshalb leuchten die so. Moment. So. Alter, was ist das denn? Okay, hier sieht es nicht nach Spinnen aus. Trolle. Alles klar. Das ist auch ohne Schild für uns kein Problem mehr. Ja, komm runter. Komm runter. Moment, dann komme ich gleich hoch. Erstmal. Oh, Rubin, ja, ja. Nehmen wir. Oh, läuft. Ja, komm runter, komm. Yes! Zack und zack, so. Läuft, mein Lieber, läuft. So. Okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, bevor es ausgeht, war trotzdem zu spät. Alter, diese Höhle ist riesig weitläufig, kann das sein? Ach, was ist das denn? Guckt mal, wo wir hier sind. Ist doch nicht wahr. Na, die Ecke kennen wir doch. Deshalb galt das nicht als abgeschlossen. Weil ich diese Höhle im Prinzip nie zu Ende erkundet habe. So. Hoppala. Sondern ich ja irgendwann gesagt habe, okay, da ist bestimmt nur ein zweiter Ausgang oder irgendwas. Und dann waren wir durch die Portale gegangen und haben halt unser Rätselchen gelöst. Deshalb waren wir hier nicht. Oh, ja, jetzt bin ich natürlich auch irgendwie... Ja, gut, es sind ein paar wertvolle Sachen noch hier, aber ich bin ja eigentlich froh, dass ich hier nicht lang bin. Wenn ich überlege, boah, was für eine widerliche Spinnenbehausung das hier am anderen Ende noch war. Dann muss ich sagen, bin ich ja froh, dass ich das gemieden habe. Boah, Leute, ich habe von diesem Ding, wo das Riesenvieh drin war, habe ich immer noch eine Gänsehaut, ey, ihr ahnt es nicht. Was war denn hier? Blutende Krone? Na, komm schon. Kann man ein bisschen was sammeln? Alter, was ist hier denn? Wie viele Ausgänge hatten die Höhle? Okay, die ist tot, deshalb nehme ich an, wir waren hier schon mal. Warte mal, jetzt hilft nur noch die Karte. In welcher Richtung? Ich guck gleich auf die Karte. Ich will. Ah! Ist das hier die andere Seite? Denn, mal ganz ehrlich, ich möchte auf die andere Seite. Da sind Erzadern. Ich möchte unbedingt auf die andere Seite. Also von da kamen wir, hier sind wir runter. Das hier ist der normale Rückweg. Dann muss ich jetzt nochmal kurz gucken, wo die andere Richtung hinführt. Ne, Moment, so weit zurück mussten wir gar nicht, ne? Das war hier nur eine Nische. Ja, und... Ach, hier geht's gar... Hahaha. Hier geht's gar nicht raus. Hier kann man sehnsüchtig gen Himmel gucken. Aber kommt trotzdem nicht raus. Man muss hier durch die Nische. Guck mal an. Das ist ja raffitückisch. Okay, also irgendwie ist diese Höhle auch ziemlich cool aufgebaut, muss ich sagen. Aber. Wie? Wie kommen wir auf die andere Seite? Es muss doch einen Weg geben. Ich halte es. Nein, die... Nein. Na toll. Okay, ihr Lieben. Ich habe gerade rausgefunden, die Seile haben keine Hitbox-Abfrage. Alter, ich komm... Boah, was hier für eine Strömung ist. Ich kann mich hier nicht mal umgucken. Och, und wieder den Weg. Verdammt.
Bäh. Sorry, Leute. Ich weiß, das hatten wir gerade eigentlich alles. So, wir waren rechts, links hoch. Und hier hoch und hier durch. Und falsch. So. Ich will an die Ärzte. Ich weiß. Ihr könntet sagen, komm, vergiss es, du hast echt genug Zeug. Ist ja auch so, muss ich mal ehrlich gestehen. Aber mir geht es jetzt eher darum, wie kommt man tatsächlich dahin? Das muss doch irgendwo eigentlich eine Möglichkeit geben, ne? Ich meine, der Bereich ist ja da, der ist ja real. Vor allem, guckt mal, da steht ein Tisch, da ist irgendwas. Okay, ich versuche jetzt mal mit dem Quick Save noch ganz kurz Wirbelwindsprint. Ja, ich schaffe. Boah, das ist aber sauknapp. Und du musst dich vorher wirklich auf den Pömpel stellen, obendrauf, damit echt beim Fallwinkel du gerade so hier die allerletzte Kante erwischt. Meine Güte. Ist das eine knappe Kiste? Alles klar. Mondsteinerz, nehme ich. Boah, ist das eine knappe... ja. Egal. Abbauen kann er Gott sei Dank auch blind. Ist das eine knappe Kiste, hier rüber zu kommen? Meine Güte. So, bitte Licht. Licht, bitte. Schlüssel, bitte. So. Jetzt machen wir hier noch Mondsteinerz weg. Klöppel, klöppel. Ah, sorry. Wie gesagt, es ging mir echt nicht ums Mondsteinerz. Also nicht nur. Aber ich musste jetzt einfach wissen, ob das klappt. Ich meine, ne, hier ist ja nicht ohne Grund irgendwie ein Gebiet. Mit Tisch und Axt drauf, Spitzhacke drauf und alles. Okay. Kann ich... Okay, ich kann mich gegen die Strömung wehren, wenn ich schnell genug versuche, tief zu tauchen. Aber das, ja. Okay, wir behalten alles im Blick hier. Hier müsste jetzt gleich die nächste Ecke kommen. Und wieder runter. Scheiße. Entschuldigung, Mist meine ich natürlich. Mist meine ich selbstverständlich. So. Okay. Ich weiß, ich überziehe die Folge gerade. Ich hoffe, es stört keinen. Die Sache war die... Ich meine, gut, wir haben jetzt runtergeguckt. Ich habe nichts gesehen. Nicht, dass da irgendwo noch eine Truhe versteckt war oder so. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Von daher, ich glaube, wir haben nichts verpasst. Aber die Strömung ist echt übel. Man kann nicht mal mit ich sag mal, aller Gewalt schnell tief tauchen. Du wirst einfach weggespült. Das ist echt übel. So. Okay. Jetzt Schnellverfahren hier raus. Das war das. Und dann geht's hier hinaus. Warte mal, was? Hier ist so viel mit Wasser. Da will ich doch wenigstens hier mal gerade gucken. Nee, hier scheint aber auch nichts zu sein. Alles klar. Aber wir wollen ja nichts unversucht lassen. So, und hier müsste es dann wieder rausgehen. Jawohl. Coole Sache. Alles klar. Sie ist auch wieder da. Supi. Okay, dann war diese lustige Exkursion bei einer Höhle, wo wir... Schwarzfallhöhle. Ne, steht immer noch nicht drin. Tiefenvollkreuzung. Droidachschanze. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
Aber waren wir nicht anders in die Schwarzfallhöhle gekommen? Also irgendwie waren wir doch von der anderen Seite darunter, ne? Weil wie gesagt, ich habe den einen Teil da noch nie gesehen. Egal, jetzt haben wir die Höhle eigentlich abgeschlossen, aber es steht immer noch was offen. Scheinbar habe ich doch noch was übersehen. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben eigentlich alles, was wir haben wollten, haben wir uns angeguckt. Guck mal, da sehe ich schon, wo wir als nächstes hingehen. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Da könnten tatsächlich noch ein paar von den Abgeschworenen sein. Und wir könnten vielleicht unsere Quest endlich erfüllen. So, bis dahin wünsche ich euch aber alles Gute und bis dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal genau hier wieder. Also macht's gut, ciao.